Ja, hallo meine lieben Fußballfreunde, herzlich willkommen zur Vorschau des fünften Spieltages in der ersten deutschen Bundesliga-Saison 2014-2015. Ja, es ist eine englische Spielwoche. Dieser Spieltag findet am Dienstag und Mittwoch statt. Ja, fangen wir auch gleich an mit dem Spielen am Dienstag. Und zwar, ja, empfängt der FC Bayern München den SC Paderborn. Ja, es gab nur ein einziges Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften. Ja, und das hat der FC Bayern gewonnen. Das war auswärts in Paderborn. Sprich, ja, das ist das erste Mal, dass Bayern zu Hause gegen Paderborn spielt. Ja, und es könnte ja ein durchaus interessantes Spiel werden, denn die Paderborner schon wirklich sehr gut in die Saison gestartet. Ja, und die Bayern zuletzt nur 0 zu 0 beim HSV haben ein paar wichtige Punkte liegen lassen. Und sind hier natürlich unter Druck, denn jeder erwartet hier einen Dreier. Sie sind der klare Favorit, aber die Paderborner, wie wir schon gesehen haben, sie können kämpfen, sie können mithalten und ich denke, das wird sicherlich nicht leicht werden für die Bayern. Aber ich denke, am Ende setzt sich dann doch die Qualität, die Klasse der Bayern durch. Aber ich glaube nicht, dass das ja, so deutlich wird. Ich sage, die Bayern gewinnen ja 2 zu 0, aber ich glaube, Paderborn wird sicher lange dagegenhalten und richtig mitfighten. Und ich denke, das könnte eine durchaus interessante Partie werden. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel am Dienstag. Und zwar empfängt die TSG 1899 Hoffenheim den SC Freiburg. Ja, die beiden Mannschaften haben 13 Mal gegeneinander gespielt. Dreimal konnten die Hoffenheimer gewinnen. Fünfmal gab es ein Unentschieden. Und fünfmal konnten die Freiburger gewinnen. Und die Bilanz in Hoffenheim bei 6 Spielen gab es 2 Siege für Hoffenheim, 3 Unentschieden und ein Sieg für die Freiburger. Ja, die Hoffenheimer zuletzt mit einem Auswärtssieg in Stuttgart stehen auch relativ gut da, relativ solide bis jetzt gespielt. Jetzt zu Hause gegen Freiburg sind sie doch der Favorit, würde ich sagen. Ja, und die Freiburger mit einem bitteren Unentschieden gegen die Hertha noch ja in der Nachspielzeit den Ausgleich kassiert. Da hätten sie sich eigentlich 3 Punkte verdient gehabt, haben ja bis jetzt, ja, aufgrund ihrer Möglichkeiten, muss ich sagen, relativ solide gespielt. Wenn man bedenkt, dass der Kader jetzt nicht so stark besetzt sind, also Trainer Streich holt da wirklich das Maximum raus, muss man sagen. Ja, und ich denke, das wird sicherlich keine einfache Aufgabe für die Hoffenheimer, die ja in diesem Duell eigentlich der Favorit sein sollten. Ich traue den Freiburgern durchaus was zu, aber am Ende denke ich, ja, denke ich, dass Hoffenheim sich die Klasse von Hoffenheim dann doch durchsetzen wird. Aber ich tippe auf einen knappen Sieg 2 zu 1 für Hoffenheim. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar empfängt der SV Werder Bremen den FC Schalke 04. Ja, auch ein Duell, das es schon häufig gab. Ganze 97 Mal haben diese Mannschaften bis jetzt gegeneinander gespielt. Ja, und 39 Mal konnte Werder Bremen gewinnen, 20 Mal gab es ein Unentschieden und 38 Mal konnte Schalke gewinnen. Also sehr fast ausgeglichenes Duell. Ja, und die Bilanz in Bremen bei 48 Spielen konnte 27 Mal Werder gewinnen, 8 Mal gab es ein Unentschieden und 13 Mal konnte Schalke in Bremen gewinnen. Ja, dieses Duell ist ein Duell zwischen zwei Teams, die ein bisschen kriseln, muss man sagen. Ja, die Bremer, ja, zuletzt mit der Niederlage in Augsburg. Es hat so ausgesehen, ob sie nach dem Punktegewinn in Leverkusen, ja, ob es da ein bisschen aufwärts geht. Aber ja, im Nachhinein muss man sagen, das war ein glückliches Unentschieden. Sie hätten da eigentlich verlieren müssen. Ja, und gegen Augsburg dann doch auch enttäuschend. Ja, was ausfällt bei den Bremern, dass vor allem die Defensive wirklich nicht gut steht, in jedem Duell immer zumindest ein Gegentor kassiert und ja, wie zuletzt in den letzten 2 Spielen ganze 7 Tore kassiert. Und es hätten auch noch einige mehr sein können. Also da ist ja einiges an Aufholbedarf, ja, und da wird man mal abwarten müssen, ob die Schalker diese Defensivschwächen von Werder Bremen ausnutzen können. Ja, die Schalker auch mit ja durchwachsenen Leistungen, ja, gegen Bayern haben sie wirklich gut gespielt, einen Punkt geholt, ja, dann eine ja schwache Leistung gegen Gladbach, wo sie 4 zu 1 verloren haben. Und dann wiederum gut gegen Chelsea gespielt, einen Punkt geholt, ja, und dann zuletzt gegen Eintracht Frankfurt. Ja, auch ein Auf und Ab, am Ende dann mit einem Unentschieden. Sehr schwankelhaft die Leistungen. Ich denke, auswärts bei Bremen ist sicherlich einiges zu holen, aber ich muss ehrlich gestehen, beide Teams sind ein bisschen schwer einzuschätzen. Sie spielen wirklich sehr wechselhaft, deswegen würde ich hier auf ein Unentschieden tippen und sage einfach mal, das Duell endet 1 zu 1. Ja, kommen wir noch zum letzten Spiel, das hier am Dienstag stattfindet, und zwar empfängt die Eintracht Frankfurt den FSV Mainz 05.
Ja, dieses Duell gab es bislang insgesamt 21 Mal. 6 Mal konnten die Frankfurter gewinnen, 11 Mal gab es ein Unentschieden und 4 Mal konnten die Mainzer gewinnen. Und die Bilanz in Frankfurt war in 10 Spielen 5 Siege für die Eintracht, 4 Mal ein Unentschieden und nur ein einziges Mal konnten die Mainzer in Frankfurt gewinnen. Ja, dieses Duell sicherlich auch ganz interessant, denn ja, die Mainzer wirklich, muss man sagen, nach dem schlechten Start mit dem Aus im Europapokal und im DFB-Pokal sind sie dann eigentlich gut in die Liga gestartet, noch ungeschlagen. Natürlich, der Sieg gegen Dortmund war ein bisschen glücklich, aber am Ende sind die 3 Punkte auf Seiten der Mainzer und ja, in ein paar Wochen fragt keiner mehr danach, wie der zustande gekommen ist. Und ja, ich denke, die Mainzer zuletzt dann doch sehr solide, würde ich sagen, haben sich erfangen. Auf der anderen Seite die Frankfurter auch, ja, auch sehr ein Auf und Ab bei den Frankfurtern. Zuletzt das Unentschieden in Schalke. Ja, sie sind 2 zu 0 in Führung gegangen, haben das noch aus der Hand gegeben. Wäre vielleicht sogar noch mehr drinnen gewesen. Ja, aufgrund des Heimvorteils würde ich die Frankfurter leicht favorisieren und ja, ich tippe mal auf einen knappen 2 zu 1 Sieg der Frankfurter. Ja, es würde bedeuten, die erste Niederlage für Mainz in dieser Bundesliga-Saison. Aber ich denke, das wird sicherlich eine spannende Partie. Ja, kommen wir jetzt zu den Spielen am Mittwoch. Ja, und da spielt Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart. Ja, auch das ein Duell, das es schon sehr oft gegeben hat. Und ja, zwar ganze 101 Mal, 37 Mal konnten da die Dortmunder gewinnen, 23 Mal gab es ein Unentschieden. Ja, und 41 Mal konnten sogar die Stuttgarter gewinnen. Also überraschenderweise führen sie da die knapp die Statistik an. Ja, und die Bilanz in Dortmund bei 50 Spielen gab es 24 Siege für die Dortmunder, 14 Unentschieden und 12 Mal konnte der VfB in Dortmund gewinnen. Ja, aber man muss sagen, in diesem Spiel sind die Rollen natürlich ganz klar verteilt. Die Dortmunder, der ja, haushohe Favorit. Ja, und vor allem jetzt nach der Niederlage gegen die Mainzer, denke ich, werden die Dortmunder hochmotiviert sein, hier 3 Punkte holen zu wollen. Ja, und für den VfB Stuttgart wird es natürlich ganz schwer, nicht gut in die Saison gestartet. Ja, und zurzeit am letzten Tabellenplatz und jetzt müssen sie auch noch auswärts bei Dortmund antreten. Das könnte, ja, könnte ungemütlich werden die nächsten Wochen, wenn es da nicht bald, ja, nach oben geht und ich befürchte, ja, dass es hier ein klarer Sieg für die Dortmunder geben wird und zwar tippe ich auf ein 3 zu 0 für Borussia Dortmund. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar ist das Bayer Leverkusen gegen den FC Augsburg. Ja, dieses Duell gab es insgesamt 8 Mal in der Bundesliga, 7 Mal konnte Leverkusen gewinnen, einmal gab es ein Unentschieden und ja, von dem her die Augsburger konnten ja, gegen Leverkusen noch nie gewinnen und die Bilanz in Leverkusen auch eindeutig 3 Spiele, 3 Siege für die Leverkusen. Also die Augsburger hatten noch nie ja, einen Punkt in Leverkusen geholt. Ja, und die Leverkusener eigentlich der Favorit, aber wenn man sich die Formkurve der beiden Mannschaften ansieht, ja, könnte es vielleicht sogar interessant werden, denn die Leverkusener zuletzt ja ein bisschen geschwächelt, nur unentschieden gegen Werder Bremen gespielt, dann gegen den Monaco, AS Monaco verloren in die Champions League. Ja, und zuletzt das deutliche 1 zu 4 gegen Wolfsburg, auch wenn das bitter war durch die frühe rote Karte. Nichtsdestotrotz, ja, haben die, vor allem die Abwehr der Leverkusener da jetzt in den letzten Spielen nicht so gut ausgesehen. Auf der anderen Seite die Augsburger jetzt mit 2 Siegen stehen sie auf einmal wieder, ja, relativ gut da, nachdem sie die ersten beiden verloren hatten. Ja, ich meine, für die Augsburger, sie sind der Außenseiter. Ich denke, sie können da befreit aufspielen. Auf der anderen Seite denke ich, ja, die Leverkusener sind der Favorit und ich denke, sie sollten hier wieder zurück auf die Siegesstraße zurückfinden und ich tippe auf ein 3 zu 1 für Bayer Leverkusen. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar Borussia Mönchengladbach empfängt den Hamburger SV. Ja, auch dieses Duell gab es schon sehr oft, ganze 97 Mal. 33 Mal konnten die Gladbacher gewinnen, 26 Mal gab es ein Unentschieden. Ja, und 38 Mal konnten die Hamburger gewinnen. Ja, und die Bilanz in Gladbach in 47 Spielen konnten die Gladbacher 21 Mal gewinnen, 15 Mal gab es ein Unentschieden und 11 Mal konnte der HSV in Gladbach 3 Punkte mitnehmen. Ja, dieses Spiel wird natürlich ganz interessant, vor allem aufgrund der starken Leistung des HSV gegen den FC Bayern, was viele nicht für möglich gehalten haben. Ja, war das der sogenannte Trainereffekt? Ich denke,
Ja, nach einem Spiel ist das schwer zu sagen. Von dem her wird dieses Spiel auf alle Fälle sehr interessant. Ja, die Gladbacher, ja, eher ein bisschen unkonstant in die Saison gestartet. Es waren gute Spiele dabei, aber auch schlechte. Also, da ist man sich auch nicht sicher, wie gut die Gladbacher jetzt wirklich sind. In diesem Spiel sind sie natürlich der Favorit. Sie spielen zu Hause. Ja, aber ich traue den HSV da durchaus etwas zu, aber trotz alledem muss ich dann doch ja, auf einen knappen Sieg der Gladbacher tippen, da ich glaube, dass sie doch etwas über mehr Qualität verfügen und ja, dass der Kampf für den HSV alleine nicht reichen wird. Und deswegen sage ich, ja, die Gladbacher gewinnen dieses Spiel mit 2 zu 1. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar empfängt Hannover 96 den ersten FC Köln. Ja, dieses Duell gab es insgesamt 47 Mal. 21 Mal konnte Hannover gewinnen, 6 Mal gab es ein Unentschieden und 20 Mal konnten die Kölner gewinnen. Ja, und die Bilanz in Hannover in 24 Spielen gab es 14 Siege für Hannover, 4 Mal ein Unentschieden und 6 Mal konnten die Kölner in Hannover gewinnen. Ja, auch dieses Duell wird natürlich sehr interessant. Die Hannoveraner eigentlich gut gestartet, aber zuletzt die Niederlage in Paderborn. Ja, und die Kölner immer noch als einziges Team noch ohne Gegentor. Vielleicht ein bisschen überraschend, aber man muss auch sagen, sie haben auch nach vorne jetzt nicht so viel getan. Sie haben nur gegen Stuttgart 2 Tore geschossen. Die restlichen 3 Partien sind 0 zu 0 ausgegangen. Also man könnte auch sagen, sie haben auch ein bisschen eine Sturmschwäche. Von daher, ja, wird interessant, wie lange sie die Null halten werden können. Ich glaube, dass Hannover hier zu Hause auf alle Fälle der Favorit ist. Die Kölner haben bis jetzt sehr ordentlich und brav gespielt, aber ich denke, ja, in diesem Spiel werden sie ihren ersten Gegentreffer kassieren und ich sage, Hannover 96 gewinnt dieses Spiel knapp mit 1 zu 0. Ja, und kommen wir noch zum letzten Spiel dieses Spieltages und zwar das ist die Hertha BSC gegen den VfL Wolfsburg. Ja, dieses Spiel gab es insgesamt 41 Mal, 17 Mal konnte die Hertha gewinnen, 10 Mal gab es ein Unentschieden und 14 Mal konnten die Wolfsburger gewinnen und die Bilanz in Berlin bei 20 Spielen gab es 11 Siege für die Hertha, 5 Mal ein Unentschieden und nur 4 Mal konnten die Wölfe in Berlin gewinnen. Ja, auch dieses Spiel wird sehr interessant. Die Hertha eigentlich doch sehr enttäuschend in die Saison gestartet, spielen jetzt gegen den Abstieg. Ja, zuletzt mit einem sehr, sehr glücklichen Unentschieden in Freiburg, muss man sagen. Ja, auf der anderen Seite die Wölfe auch nicht gut in die Saison gestartet, aber eben jetzt zuletzt das, ja, 4 zu 1 gegen Leverkusen. Ich denke, da haben sie einiges an Selbstvertrauen getankt, obwohl sie natürlich auch vom Spielverlauf durch die frühe rote Karte profitiert haben. Aber ich denke, von der Qualität des Kaders muss man davon ausgehen, dass die Wolfsburger ja dann wieder weiter oben spielen werden, sich dann ja weit in der Tabelle weiter oben finden werden. Ja, zu diesem Spiel muss ich auch sagen, die Hertha hatte am Freitag gespielt und die Wolfsburger am Sonntag, sprich, ja, Hertha hatte doch 2 Tage mehr zur Regeneration. Ich denke, das könnte sicherlich ein kleiner Vorteil sein. Ja, und ich glaube, die Hertha, ich denke, in diesem Spiel ist natürlich Wolfsburg der Favorit aufgrund der letzten Ergebnisse. Aber ich traue der Hertha hier einen Punktgewinn zu und sage, ja, dieses Spiel endet 1 zu 1 unentschieden. Ja, das war meine Vorschau zu diesem 5. Spieltag in der ersten deutschen Bundesliga in der Saison 2014-2015. Ja, jetzt meine Frage an euch, wie tippt ihr? Was glaubt ihr, wie werden die Spiele ausgehen? Schreibt es unten in den Kommentaren. Ich würde mich freuen über ein Abo und bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, euer Little Piccolo.